Maria Fekter kommt aus Adnang-Puchheim. Nur 9 Kilometer entfernt ist Aurach am Hongar. Hier ist der Heimatort von Leopold Steinbichler, einem Landwirt vom Team Stronach. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne und natürlich ganz besonders vor den Fernsehgeräten. Es wurde in dieser Budgetdebatte von den Vorrednern von der kalten Progression bis zur Arbeitslosigkeit sehr viel angesprochen und wie wir gerade gehört haben, auch sehr viel versucht, schön zu reden. Man spricht von einem Nulldefizit, Frau Kollegin Fekter, und ich würde mir nie erlauben, unseren Kindern vorzuhalten, dass wir ihnen die Schulen gebaut haben. Ich hätte auch keine Freude gehabt, wenn mir mein Vater vorgehalten hätte, dass er mir den Bauernhof gebaut hat. Und mein Sohn würde es auch nicht mögen, wenn ich ihm sage, ich habe ihm den Bauernhof gebaut. Also ich glaube, das ist das Vernünftigste und das Notwendigste, dass wir ein ordentliches Bildungssystem haben, weil ja Bildung sehr, sehr wichtig ist. Ich komme dann zurück bei den Firmen und bei der Forschung. Aber das braucht man der jungen Generation nicht vorhalten, sondern ganz im Gegensatz. Sind wir froh, wenn die Jungen bildungsbereit sind, wenn sie diese Einrichtungen in Anspruch nehmen. Und eine gebildete Jugend ist die Zukunft für unsere gemeinsame gute Zukunft. An dieser Stelle dank den gesamten Bildungsbereich, den Beschäftigten und auch natürlich den Studenten, die bereit sind, sich hier vorzubilden. Darf aber darauf verweisen, weil gerade die ehemalige Finanzministerin dieses Budget so gelobt hat, naja, da kann man sich nicht so anschließen. Wenn wieder 4,5 Milliarden Neuverschuldung für unsere Enkel hier angespart werden, wenn diese 9 Milliarden, die zur Verfügung stehen würden, alleine durch den Zinsvorteil nicht für neue Gestaltungsmaßnahmen verwendet werden können, sondern zum Löcherstopfen, dann können wir von keinen zukunftsträchtigen und schon gar nicht, wie der Herr Klubobmann Schiede gesagt hat, nachhaltigen Budget sprechen. Ich kann da nur den Direktor von der Stiegelbrauerei China, der dieses schöne Buch geschrieben hat, auf ein Seidel mit McCain, der darin beschreibt, dass dieses Wort Nachhaltigkeit am meisten missbraucht wird. Und ich glaube, wenn man bei diesem Budget vom nachhaltigen Budget spricht, dann ist das so ein typischer Missbrauch. Aber ich möchte im Gegensatz zu, weil immer gesagt wird, die Opposition redet alles schlecht, na ganz im Gegenteil. Die Opposition hat keine Chance bei dieser Regierung, die nur vertagt und verzögert und verwaltet, mit ihren guten Vorschlägen zu landen. Und ich meine, das war ganz herrlich. Die Frau Kollegin Damandl hat ja nicht nur mit exzellenter Vorsitzführung im Budgetausschuss geglänzt, sondern heute auch bereits wieder, dass sie gleich am Thema vorbeigeredet hat. Und das ist das Ergebnis, das wir haben. Nur Klientelpolitik, nur gegenseitige Versorgungspolitik, Platz halten, System verteidigen und jede Reform in den Weg stellen. Und das ist das Ergebnis, das wir hier vorfinden. Und ich möchte kleine Unterschiede ziehen und gleich vielleicht zum Herrn Klubobmann Lobatka. Ein ganz gutes Beispiel, wenn man immer noch nachweint, CETA und TTIP, ich weiß ja überhaupt nicht, das ist ja so eine Logik, die wir in der Praxis auch oftmals haben, wenn jemand zu Hause seinen Betrieb nicht in den Griff hat, dann geht er in die weite Welt und unterhält sich dort. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Ich bringe ein ganz positives Beispiel aus der Schweiz. Da hat jetzt der Markus Kaiser einen Vortrag gehalten bei den Rotariern in Linz. Der Markus Kaiser ist vor 5 Jahren aus dem Verwaltungssystem Wirtschaftskammer ausgestiegen und ist in die Schweiz gegangen und arbeitet jetzt bei der Schweizer SKU. Die Schweizer SKU ist die Schweizer Kaderorganisation, wo sich 340 Unternehmen gesammelt haben und dort wirklich nach neuesten Prinzipien, nach neuesten Studien, nach neuesten Forschungen erfolgreich sind. Und darf ganz kurz diese Grundsätze von dieser SKU vorlesen. Die erfolgreichen Säulen der Schweizer Volkswirtschaft. Freies Unternehmertum, unternehmerisches Denken, moderates Steuersystem, Privatkonsum und Investition als volkswirtschaftliche Größe, Förderung des Leistungsdenkens. Und ich denke, wir haben ein ganz großes Defizit. Ich höre immer wieder, wir müssen Umschulungsmaßnahmen und Bildungsmaßnahmen, aber ich möchte hier auch einmal ganz klar den Begriff Arbeit definieren. Arbeit ist Lebensinhalt, Arbeit ist Lebensfreude und Arbeit ist Lebenssinn.
Ich glaube, wir müssen auch diesen Begriff wieder neu definieren und nicht am Montag in der Früh zu jammern beginnen, dass die Woche noch 4 Tage dauert. Ich glaube, dieses Problem werden wir noch bei weiteren Budgetkapiteln diskutieren. Dann ein hohes Innovationspotenzial. Und was macht die Schweiz reich? 6 Schweizer Stärken, die dann näher definiert sind. Aber das ganz Wesentliche unter dem Motto, das Volk ist der Chef. Und wo bitte sehr spüren wir das bei diesem Budget? Dass die Kraft, die Macht bei einer Demokratie vom Volk ausgeht. Dass wir die Sorgen und Ängste des Volkes hier herinnen zu vertreten haben. Ich komme gerade gestern von der Wirtschaftskammer in Vöcklabruck und habe erlebt, welche fatale Stimmung bei den Unternehmerinnen und Unternehmern herrscht, die zur Informationsveranstaltung gekommen sind über die Absetzmöglichkeiten für das heurige Steuerjahr. Und dann mit Betroffenheit diese Auswirkungen der Registrierkassenpflicht mit allen Details erfahren haben und eigentlich bei den 100 Anwesenden ein 90-prozentiges Kopfschütteln ausgewirkt hat. Und ich habe gesagt, es wäre gut, wenn viele der Kolleginnen und Kollegen hier einmal tatsächlich öfters diese Auswirkungen in der Praxis der Gesetzgebung erörtern würden, sondern erfahren würden. Ich glaube, das wäre ganz wesentlich. Ein weiterer Punkt, glaube ich, der ganz positiv zu erwähnen ist, ist Deutschland. Ich habe schon einmal erwähnt, Herr Minister, der Wirtschaftsökonom Wiegert, der damals für den Kanzler Schröder diese Agenda 2010 entwickelt hat. Mit diesen wesentlichen Punkten, wo eigentlich heute noch die Kanzlerin Merkel die Früchte erntet. Wo zeitgerecht Maßnahmen gesetzt wurden, einschneidende Maßnahmen, spürbare Maßnahmen, nicht kosmetische Maßnahmen, die heute noch wirksam sind und wovon heute Deutschland noch lebt und zum größten Unterschied gut lebt. Und wir haben ja diese Exkursion in Berlin gehabt, im Bundestag, und zum großen Unterschied zu Österreich, wo ein Reformchen als Riesenreform verkauft wird, ein kleines Wirtschaftsreformchen, eine optimale Auftragslage herrscht, die Unternehmer zufrieden sind, fast davon sprechen, dass sie die Aufträge nicht erfüllen können. Und zum selben Zeitpunkt, wo die Wirtschaft boomt, arbeiten die bereits wieder an einem Aktionsprogramm Mittelstand. So, denke ich mir, muss man zukunftsorientierte Politik machen. So sind Fußballmannschaften erfolgreich, die nicht noch ein 1-0 zurückfallen und sagen, jetzt verteidigen wir, sondern angreifen und mit 3-0-Sieg nach Hause fahren. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Dort müssen wir uns die Beispiele nehmen. Die gibt es. Wir brauchen nicht immer irgendwelche Hirngespinste mit internationalen Handelsabkommen. Und jetzt bin ich wieder beim Thema zurück, beim Klubobmann Lobotka. Ein typisches Beispiel, die es geschafft haben, ohne TTIP und CETA. Ich habe letztens den genannten Magna-Konzern von Frank Stronach, möchte heute ein Unternehmen, ein Industrieunternehmen aus meinem Bezirk Vöcklabruck nennen, die vorige Woche Rekordzahlen veröffentlicht haben. Das ist die Lenzing AG. 3.500 Beschäftigte, internationale Konkurrenz aus China, aus Amerika, aus Indien. Und die schaffen es zu diesem Zeitpunkt ohne CETA, ohne diese Erfolge. Und wie schafft man das? Danke, Frau Kollegin Fechter, genau das Umgekehrte. Da sieht man die Vorurteile von sogenannten Wirtschaftsvertretern. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Und das war jetzt der passende Zwischenruf zum richtigen Zeitpunkt. Nein, das Geheimrezept von der Lenzing AG, und ich darf an dieser Stelle auch wirklich den amtierenden Generaldirektor, aber auch seinen Vorgänger, der die Saat gelegt hat, direkt Untersberger, erwähnen, ist das, dass sie sich die Forschung, die Anwendungstechnik und alles im Haus behalten haben, nicht ausgelagert haben. Den Zwischenruf war genau verkehrt. Sie haben nicht nach Asien ausgelagert, sondern die Asiaten kaufen bei Ihnen, weil Sie selber diese Qualität nicht zusammenbringen. Weiteres Beispiel. Frau Kollegin Fechter, die Büring Ingelheim. Eine Pharmafirma, die genau nach diesem Prinzip arbeitet, im Gegensatz zu den Kollegen in den anderen Pharmariesen, die Forschung ausgelagert haben. Die haben die Forschung im Haus behalten, haben jetzt wieder Erfolgszahlen in einer österreichischen Pharmafirma, investieren 100 Millionen Euro. Und das, Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, wäre die ganz einfache Botschaft, Herr Minister. Du hast immer gesagt, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und wenn wir unsere Betriebe unterstützen, wenn unsere Betriebe wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können,
dann ist alles andere, der Arbeitsmarkt, die Auftragslage, die Forschung, eine Logik von erfolgreichen Unternehmen. Und in diese Richtung gilt es zu arbeiten. Bürokratieabbau, Strukturreformen und nicht nur von Landtagswahlen, weil wir von Oberösterreich auch reden. Da hilft es nichts, wenn im Zuge von drohenden Wahlniederlagen der Blitz und Schneeschlag bei der Bürokratie, aber dann ist das Gewitter beim Rollabend schon wieder vorbei. Und das ist das Problem. Diese Ankündigungspolitik hat uns dort hingebracht, wo wir sind. Österreich ist tatsächlich ein super Standort. Österreich ist konkurrenzfähig. Österreich braucht keine internationalen Freihandelsabkommen, sondern wir dürfen unsere innovativen Unternehmer, Manager, Arbeiterinnen und Arbeiterinnen nicht behindern. Dann geht's gut. Danke. Leopold Steinbichler, Wirtschaftssprecher des Team Stronach, beklagt, dass die Steuerbehörden in ganz Europa den großen Gesellschaften wie Google oder auch IKEA nicht Herr werden.